Ich fange schon mal an und danke ganz herzlich für die Einladung. Lieber Wolfgang, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, es ist schön für Gabi und mich hier zu sein. Es ist ein reicher Segen und es ist immer etwas sehr Besonderes, das sage ich nicht einfach so, mit Wolfgang Nestvogel zusammen diese Bibelarbeiten zu machen. Denn im Vorgespräch merkt man schon die Feinabstimmung und einfach auch, so sage ich, das Wirken Gottes in seiner Gnade. Es ist Gott, der besonders ist, nicht wir. Aber es ist doch auch besonders, solche Erfahrungen machen zu dürfen. Das möchte ich einfach auch voranstellen und danken für alle, die auch mitgebetet haben, denn nur mit Gottes Hilfe kann es uns gelingen. Ich darf nochmal bitten, dass wir stille werden und uns neigen zum Gebet. Und ich möchte nochmal mit uns und unserem Herrn hier beten. Herr Jesus Christus, wir danken, dass wir diesen besonderen Tag haben dürfen und dass du es bist, der redet, der sich offenbart hat, der Mensch geworden ist. Herr, wir staunen über dein Wort und danken dir für diese kostbare Gabe, dass es unseres Fußes Leuchte ist und dass wir jetzt auch darum bitten dürfen, dass du uns Erleuchtung und Verständnis schenkst, dass wir ja dir zu Füßen sitzen und von dir lernen. Und dazu gib Gnade zum Reden und Hören und Verstehen. Amen. Ja, wir sind im Johannesevangelium unschwer auch in den Mappen zu sehen, natürlich. Darum geht es uns in diesen Tagen. Die Einzigartige unter den Einzigartigen oder das Einzigartige unter den Einzigartigen, so lautet eine von vielen Beschreibungen zu dem Johannesevangelium. Es wurde bis heute mit vielen Superlativen beschrieben. Martin Luther meint, das Johannesevangelium ist das einige, zarte, rechte Hauptevangelium. Und Bengel sagte, Johannes ist unstrittig der nötigste und herrlichste Evangelist. Es wirkte in seiner Schlichtheit und gleichzeitigen Tiefe überwältigend. So sagt man, dieses Evangelium ist ein Pool, ein Becken, in dem Kinder waten und Elefanten schwimmen können. Und wer es gelesen hat, der versteht, was damit gemeint ist. Johannes stellt uns ein ganz besonderes Lebensbild von Jesus vor. Da sind der einleitende Prolog über das Wort, seine Zeichen, seine Ich-Bin-Aussagen, seine tiefen Gespräche, die kompromisslosen Reden und Aufforderungen, seine Liebe zu den Jüngern bis zum Ende. Das Thema ist, Jesus ist der Sohn Gottes. Und darum wählt ja Johannes auch gezielt diese Zeichen aus, die er in seinem Evangelium überliefert hat. Und unser Thema für diese Tage heißt Jesus als Seelsorge im Johannesevangelium. Seelsorge ist ganz einfach nochmal gesagt wohlwollende und helfende Fürsorge an der Seele des Menschen. Und sie beinhaltet mehr und in den Mappen wird das auch präzisiert. Es geht darum, dass Menschen näher zu Gott kommen, dass sie eine Beziehung zu Gott haben und diese sich vertieft in der Heiligung letztlich. Das ganze Leben Jesu bezeugt seine Sorge um unsere Seelen. Er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er diente, indem er lehrte, heilte, redete, betete, litt, am Kreuz starb und schließlich aus dem Tod auferstand. Von Jesus können wir lernen, wie er den Menschen als Seelsorger diente. Und dabei ist klar, wir sind nicht wie Jesus. Er hatte immer einen Wissensvorsprung, aber er verfolgte eine Spur und Linie, die auch wir aufgreifen können, Geschwister. Darum geht es. Jesus liebte seine Zeitgenossen und darum sagte er ihnen die helfende Wahrheit. Seelsorge verstehen wir oft nur als Dienst an Christen und in der Hauptsache gebrauchen wir diesen Begriff auch in diesem Kontext, doch sie beginnt ja schon, bevor ein Mensch Christ wird. Und wir unterscheiden sehr wohl, wie auch Jesus, zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Aber alle Menschen brauchen biblische Seelsorge. Und so kommen wir zu unserem ersten Zeitgenossen, der Sucher, Nikodemus, der einzige Weg in Gottes Reich. Darum geht es hier in diesem Abschnitt und natürlich um viel Detaillierteres. Zunächst einmal fragend kommt er im Schutz der Nacht. Und ich möchte jetzt den ganzen Abschnitt lesen, dass wir ihn vor Augen haben. Und dann werden wir Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt, es versuchen, in der Kürze der Zeit zu bewältigen.
Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der in ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Fragend kommt also Nikodemus im Schutz der Nacht. Er ist religiös und politisch engagiert. Johannes stellt uns Nikodemus als Mensch vor. Man kann sagen, das ist doch überflüssig, aber hier ist ein Kontrast wohl zu dem Jesus, der eben der Sohn des Menschen ist, der Menschensohn, und das ist ja ein Ehrentitel, wie dann in Vers 14 erwähnt. Sein Name, Nikodemus, ist griechischen Ursprungs und bedeutet Sieger des Volkes. Er gehört zur Elite des Volkes. Er ist ein Pharisäer. Heutzutage wäre die Anrede "Du Pharisäer" anrüchig. Wir wissen das, weil man Pharisäer mit Heuchelei oder Scheinheiligkeit verbindet. Pharisäer bedeutet wörtlich die Abgesonderten. Sie waren eine besondere Richtung innerhalb des Judentums, und sie galten als Eiferer des Gesetzes, und hier natürlich für das ganze Alte Testament besonders liebten sie die Gebote und die Verbote. Ihre Glaubensrichtung betonte das Einhalten von Geboten, um so die Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Sie tendierten zu überzogener Strenge und Hochmut, da sie sich vom gemeinen Volk abheben wollten. Nikodemus war Mitglied im Synhedrium oder Sanhedrium, wie man es auch immer dann aussprechen möchte, oder das ist im Deutschen unterschiedlich, wie es gebraucht wird. Und das bedeutet, er ist ein Oberster der Juden. Dieser Hohe Rat bestand aus 71 Personen, den Vorsitz hatte der Hohe Priester. Und das Gremium traf Entscheidungen in religiösen Fragen. Zu dieser Zeit konnte der Hohe Rat unter der römischen Besetzung auch Zivilangelegenheiten regeln. Die örtliche Politik durfte auch teilweise bestimmt werden. Die Agitationen Jesu, so würden Sie das sagen, ja, waren politisch
ja, politisch brisant und ja auch den politisch motivierten Obersten bald ein Dorn im Auge. Und wir kennen die Evangelien und da wird das ja auch zuspitzend geradezu beschrieben. Mit Rom wollte man es sich nicht verscherzen. Man wollte keinen König außer den Kaiser in Rom über sich haben. Und hier im Hohen Rat war Nikodemus engagiert und voll integriert. Anpassung war wichtig, aber Nikodemus war nicht so stromlinienförmig wie viele andere. Außer ihm werden vom Hohen Rat im Neuen Testament nur noch Josef von Arimathea genannt, Johannes 19,38 und dann der Rabbi Gamaliel, Apostelgeschichte 5,34 und folgende. Und sie beide werden auch positiv erwähnt. Nun ein weiteres, er ist informiert und interessiert. Vers 2 noch einmal, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Der Sucher Nikodemus kommt zu Jesus. Er ist informiert und interessiert. Wir greifen etwas vor und fragen schon hier, wer ist Nikodemus noch, außer ein Oberster der Juden? Lehrer. Er ist nicht nur ein Lehrer Israels, er ist der Lehrer Israels, wie ihn Jesus in Vers 10 nennt. Und das heißt, dass er als Mitglied im Hohen Rat auch prominenter Lehrer war, ein Professor also, ein Alttestamentler. Er kannte das Alte Testament gut und das wird gleich eine entscheidende Rolle spielen in der Antwort, die Jesus gibt. Nikodemus bringt eine ganze Menge biblisches Wissen mit, ihm ist viel anvertraut und Jesus verlangt auch viel von ihm. Er ist ein Gelehrter, doch wie wir sehen werden, verstand er das Wichtigste nicht. Was fällt uns auf? Zuerst, er, Nikodemus, kommt bei Nacht. Den Grund gibt Johannes nicht an, es muss nicht Angst oder Feigheit sein. Es kann auch weise sein, dass er sich im Schutz der Nacht die Fakten aus erster Hand besorgt. Vielleicht nutzt er auch die nächtlichen Stunden, um nach einem langen Tag ungestört Zeit mit Jesus zum Gespräch zu haben. Nikodemus will mehr über Jesus wissen und von ihm wissen. Er ist ein Sucher, ein Forscher. Man hätte sich das in den letzten Jahren von dem einen oder anderen in unserem Lande, der in hoher Verantwortung stand, auch gewünscht. Mal aus der Masse ausscheren und sich informieren, aus erster Hand sich informieren, sich selbst schlau machen. Fakten statt Fake News, sich eine eigene Meinung bilden und nicht der Mehrheit folgen. Nikodemus macht das. Er schert aus. Fakten, Wahrheit und Wirklichkeit, danach strebt Nikodemus, ein Streber im besten Sinne also. Seine Anrede mit Rabbi ist respektvoll, sie galt geistlichen Lehrern. Jesus hatte Schüler und lehrte wie ein Rabbi. Und das erkennt Nikodemus und anerkennt er respektvoll. Und dann sind da die Zeichen, also die Wunder, die aber Fragen aufwerfen. Wie kann man solche Wunder tun? Wer ist dieser Jesus? Nikodemus ist nicht allein mit seiner Einschätzung. Er sagt ja, wir wissen, wen er mit wir meint, bleibt unklar, aber einige seiner Kollegen werden diese Einschätzung wohl geteilt haben. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Ah, interessant. Noch sieht er Jesus hier nicht als Messias, als Christus oder Gottes Sohn, aber immerhin als Lehrer von Gott gekommen. Das ist doch eine erstaunliche Sache hier, dass er so weit schon durchgedrungen ist. Jesu Wunder sprechen eindeutig dafür, dass er besonders ist. Sie zeigen, dass Gott mit ihm sein muss. Die Logik leuchtet ein. Wer kann schon Wasser zu köstlichem Wein machen? Das Wunder vom Wein ist noch in aller Munde und auch von der vollmächtigen Tempelreinigung wird man gehört haben. Diese Ereignisse und Wunder und weitere wurden nicht geleugnet. Ein Wunderleugner war Nikodemus definitiv nicht. Jesu Wunder zeigen die nötige Wirkung. Sie machen nachdenklich. Das Gott mit ihm im Text erinnert an das Gott mit uns. Hebräisch Immanuel. Wenn wir beides verbinden, kann man sagen, Gott ist mit uns in seinem Volk und in Jesus ist Gott mit seinem Volk. Noch einmal, Gott ist mit uns, also in seinem Volk. Und in Jesus ist Gott
mit seinem Volk. Was für eine wunderbare Nacht. Ein Professor ist im Gespräch mit dem, der ihm ein Rätsel ist. Er will mehr erfahren von Jesus. Er will dazulernen. Gute Lehrer sind im Übrigen bleibend belehrbar. Wir wissen nicht, ob Nikodemus anderen vertraulich mitteilte, dass er zu Jesus geht, und Jesus schickt ihn nicht fort. Er ist gastfrei und heißt ihn willkommen. Ahnungslos kommt er ins Grübeln. Noch einmal, Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, so unser Herr, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Also noch einmal hier, zunächst, Jesus lehrt über das Wunder des Glaubens. Er lehrt über das Wunder des Glaubens. Wahrlich, wahrlich, sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus wollte gern über Jesus und seine Zeichen reden, aber Jesus kommt mit einer wuchtigen Speerspitze daher. Wahrlich, wahrlich. Das unterstreicht das Gewicht seiner Aussage. Jesus weiß, dass Nikodemus das jetzt braucht. Zwar redet Jesus hier noch allgemein von jemand. Jesus weiß ja, wen er vor sich hat. Er muss ihm keine 1000 Fragen stellen. Jesus kann darum seine Seelsorge anders angehen als wir. Jesus legt mit seinen Worten den Finger in den wunden Punkt. Denn er hat keinen Schulanfänger vor sich. Nein, er hat den Lehrer Israels vor sich. Und mit ihm spricht er jetzt über das dringende und größtmögliche Wunder im Leben seines Gastes. Das dringende und größtmögliche Wunder muss geschehen. Nikodemus soll das Reich Gottes sehen. Aha, das Reich Gottes sehen. Also lass uns nicht über mich plaudern, Nikodemus, um es mal so lob zu übertragen. So geht Jesus einem netten Gespräch über sich rundweg aus dem Weg. Das Reich Gottes sehen meint hier das ewige Leben haben. Und darum geht es dann Jesus später in Vers 16. Das Thema ist also das Muss der Wiedergeburt. Der einzige Weg in Gottes Reich eben. Es bedeutet neue Geburt von oben. Im Griechischen sind beide Begriffe drin, sowohl neu und von oben. Und einfach gesagt, es geht um die neue Geburt, die von oben her gewirkt sein muss. Und nur wer diese erlebt hat, kann das Reich Gottes sehen. Darum spricht Jesus das Kernproblem bei Nikodemus an. Dieses gesetzestreuen Pharisäers. Er ist blind wie ein Maulwurf. Ja, nun, auch Wissenschaftler wissen oft nicht das Wichtigste. Das ist für uns, denke ich, schon heute keine Überraschung mehr mit dem, was wir die letzten Jahre erleben durften oder mussten. Aber das ist auch nichts Neues unter der Sonne. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesu herausfordernde Aussage entfaltet ihre Wirkung. Nikodemus kommt ins Fragen. Er denkt auf der rein menschlichen Ebene. Und er scheint über sich nachzudenken. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er wird circa 60 Jahre alt gewesen sein, denn bis man als Schriftgelehrter aufgrund eigener Leistungen in seiner Stellung war, das dauerte. Ihm kommt eine geistliche Geburt nicht in den Sinn. Er wird schon ahnen, dass das, was er gerade sagt, unmöglich passieren wird. Eine zweite natürliche Geburt, wozu das? Seine abwegigen Gedanken gehen in die Richtung, die manche mit auch Reinkarnation verbinden.
Dann spricht man vom Rad der Wiedergeburten. Die Seele wandert nach dieser Vorstellung und reinkarniert sich ständig wieder in einem Tier oder Mensch. Die Bibel aber sagt, dass es dem Mensch bestimmt ist, einmal, und das bedeutet ein einziges Mal, zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Nikodemus konnte ahnen, dass seine Idee ein Holzweg ist. Trotzdem stellt er die Frage. Denn er kann sich sonst auf diese von Jesus geforderte neue Geburt von oben keinen Reim machen. Er steht im sprichwörtlichen Nebel. Er will gewiss das Reich Gottes sehen, doch er versteht nichts. Bahnhof eben, wie man sagt. Wie arm, blind und bloß kann man selbst als Wissenschaftler, als Experte sein, besonders wenn es um das ewige Leben geht. Jesus wiederholt also seine Aussage und erweitert sie. Ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen oder kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen, steht wörtlich in Vers 5. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Geduldig legt Jesus nun diese wichtige Wahrheit und Lehre ausführlicher dar. Er benennt die Mittel oder das Medium, wodurch diese neue Geburt, diese Wiedergeburt zustande kommt. Die Geburt geschieht aus Wasser und aus Geist. Und damit gebraucht Jesus Begriffe, die dem Lehrer Israels eigentlich bekannt sein sollten. Jesus gebraucht einige Worte, die man zum Beispiel bei Hesekiel findet. Und wir erinnern uns, Jesus hat einen Alttestamentler vor sich. Hesekiel 36, Verse 25 und folgende. Und ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Oder Hesekiel Kapitel 11, Vers 19. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischendes Herz geben. Jesus erwartete von Nikodemus als dem Lehrer Israels, dass er versteht, wovon Jesus spricht, wovon er spricht. Und Jesus lässt ihn spüren, wie ahnungslos er ist. Nikodemus spürt das auch. Er spürt, wie das Reden des Geistes Gottes nicht in sein Herz eindringt. Er kann die Worte Jesu nicht begreifen. Das spürt er, das versteht er. Bei der Aussage aus Wasser und Geist geboren, denken Ausleger in verschiedene Richtungen. Manche an eine heilswirksame Wassertaufe, die schließen wir aus. Das könnte dann im Weiteren auf die Taufe des Johannes hindeuten, was Jesus sagt. Aber auch seine Taufe bleibt eine äußerliche Waschung. Und überall im Neuen Testament, wo von einer geistlich wirksamen Taufe zur Rettung oder zum Heil die Rede ist, da geht es um die geistliche Wirkung und nicht um nasses Wasser. Also nicht um ein Sakrament geht es hier, nicht um eine äußere Handlung, es geht um was Geistliches, Inneres. Es geht um das reinigende, kraftvolle Wasser des Wortes Gottes. Es wird von Paulus in Epheser 5 das Wasserbad des Wortes genannt, zum Beispiel. Jesus spricht zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 15, Vers 3, ihr seid schon rein des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Die Macht liegt in Gottes Wort und nicht in den Worten oder Taten von Menschen oder in den Handlungen, religiösen, sakramentalen, was auch immer. Im Titusbrief Kapitel 3, Verse 4 bis 5 bringt es Paulus klar zum Ausdruck, wie wir die Verbindung von Wiedergeburt mit Wasser verstehen können. Titus Kapitel 3, Verse 4 bis 7. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschienen war, da hat er uns nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir
unsererseits vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich auf uns ausgegossen hat durch unseren Retter Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und unserer Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Das Bad der Wiedergeburt, hier ist es wörtlich nach der Mengeübersetzung so wiedergegeben. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist Geist. Diese Aussage kann sich darauf beziehen, dass die Pharisäer die Überzeugung vertraten, direkt von Abraham abzustammen. Darauf ruhte ihre religiöse Hoffnung. Die Pharisäer lehrten die Notwendigkeit einer besonderen ethnischen Abstammung. Diese erklärt Jesus aber für null und nichtig mit diesen Aussagen. Gerecht wird man allein aus Glauben. Und 1. Petrus 1, Vers 23 sagt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das Wort ist also der Same zum neuen Leben. Und deshalb, Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Jesus sagt, was mit den Juden und jedem Menschen passieren muss, um gerettet zu werden. Bedenken wir, wen Jesus vor sich hat. Den Cheftheologen, einen Pharisäer, der dazu erzogen und ausgebildet wurde, auf sich selbst zu vertrauen. Für Nikodemus ist das göttliche Muss eine harte Nuss. Sonst würde Jesus es ihm stellvertretend für sein Volk nicht so klipp und klar sagen. Nun, wie ging das zu bei unserer natürlichen Geburt? Es beginnt natürlich erst einmal mit der Zeugung und dazu wurden wir gar nicht befragt, ich jedenfalls nicht, kann mich nicht erinnern. Dann kommt es irgendwann zur Entbindung. Auch da wurden wir einfach ungefragt geboren. Auch die geistliche Geburt ist etwas, das an uns geschieht und vollzogen wird. Menschen werden durch eine Mutter geboren, Kinder Gottes werden durch Gott, durch den Geist geboren. Nicht wir gebären uns selbst. An Nikodemus und an allen Menschen muss etwas geschehen. Es ist eine Conditio sine qua non, eine unerlässliche Bedingung. Es muss am Menschen etwas geschehen, das er selbst gar nicht bewirken kann. Er muss von Neuem geboren werden. Nikodemus denkt noch an eine menschliche Geburt. Er will das in die Hand nehmen. Gib mir was, ich mach das. Nix machst du. Es geschieht mit dir, Nikodemus. Jetzt benötigen wir ein bisschen Grammatik. Das Wort gebären ist transitiv. Es zieht also einen Akkusativ nach sich. Also man kann fragen, wen hat die Mutter geboren? Antwort wäre, das Baby, den Jungen, das Mädchen. Das bleibt Gott sei Dank auch immer so. Das heißt, ich mache das nicht selbst, es geschieht mit mir. Es geschieht mit mir. Das ist das, was begriffen werden muss. Ich verlasse nun kurz den biblischen Kontext, um den Sinn dieser Aussage geboren werden zu verdeutlichen, zu illustrieren. Es fiel mir auf, und man möge mir nachsehen, dass ich darauf zu sprechen komme, aber ich halte das für illustrativ. Es fiel mir auf, dass man vor Corona noch grammatisch und medizinisch korrekt geimpft wurde. Die Betonung liegt auf, man wurde geimpft. Während Corona aber hörte ich sehr oft die Aussage und immer öfter, ich impfe mich. Vielleicht habe nur ich das gehört, aber ich habe das gehört. Das ist grammatikalisch falsch und aus medizinischen Gründen, auch wenn ich kein Mediziner bin, aus medizinischen Gründen zumindest fragwürdig. Für Ärzte mag das nun anders sein, das ist klar. Aber ich impfe mich passt nicht, sprachlich nicht und auch sonst wohl nicht. Und es wäre, nebenbei gesagt, interessant zu erforschen, woher diese Bedeutungsverschiebung in der Umgangssprache kam. Appell an die Linguisten hier. Vielleicht ist es eine bewusst gelenkte Sache, behaupten will ich das natürlich nicht. Korrekt jedenfalls ist die Formulierung, ich impfe mich nicht. Es ist eine sprachliche Fehlgeburt. Und nun zurück zum eigentlichen Kern der Worte Jesu. Zu sagen, ich gebäre mich oder ich rette mich im Sinne der Wiedergeburt, passt einfach nicht. Das ist eine theologische Fehlgeburt. Denn Jesus sagt, man muss von Neuem geboren werden. Das ist nun keine sprachliche
unbedeutende Spitzfindigkeit. Denn mit dem Passiv in Bezug zur Rettung haben wir Menschen bis heute so unsere Not. Auch viele Lehrer heute, theologische Lehrer meine ich. Denn mit dem Passiv, ja, müssen wir klarkommen. Nikodemus und jeder Mensch muss eingestehen, es liegt nicht an meinem Wollen, sondern an Gottes Wirken und Vollbringen. In der Bekehrungsgeschichte des Apostel Paulus sucht man vergeblich nach einer Frage wie dieser: Lieber Paulus, möchtest du gerne mein Kind und Mitarbeiter werden? Wie rettet Gott? Wie wird man aus Gott geboren? Johannes hat es uns schon überliefert. Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 12 und 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nikodemus und jeder andere wird weder durch fromme menschliche Abstammung, noch durch den Willen von Menschen, auch nicht aus eigenem Willen, sondern nur aus Gott geboren. Kind Gottes wird man, weil Gott es will. Gewiss kommt unser Glaube dann auch hinzu und er gehört auch dazu. In der Veröffentlichung Aus Liebe zur Wahrheit, 95 Thesen für unsere Generation, anlässlich der Reformationskonferenz in Wittenberg im Jahr 2017, lautete die These 38, ich zitiere: Gott rettet monergistisch. Rettung ist allein von ihm, durch ihn und für ihn. Zitat Ende. Das bedeutet, Gott bewirkt die Rettung allein. Wir bewirken nicht unsere Wiedergeburt und Rettung. Sind wir jedoch aus dem geistlichen Tod erweckt, dann wirken wir mit und verwirklichen das Leben, das geschenkt ist, das Gott uns aus Glauben und Gnade gegeben hat. Und deshalb singen wir, O Gnade Gottes, wunderbar. Das ist der Sinn des Liedes, Geschwister. Eine Person mit Herzstillstand ist völlig hilflos und regungslos. Man fragt sie nicht: Hallo, möchtest du gerne wieder ins Leben zurück? Sollen wir deine Pumpe wieder anfeuern? Das machen wir nicht. Man handelt, man rettet, man sieht, da ist noch was zu machen. Man reanimiert diese Personen. Und so ist es in gewisser Weise mit Gottes Werk an uns. Er tut es aus Liebe an uns. Also der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Es gibt auch ein Recht, etwas nicht zu wissen, nicht erklären zu können oder zu müssen. Es bleibt ein Geheimnis und manche werden kirre, werden unruhig darüber, dass sie das nicht erklären, nicht verstehen können. So what? Gott ist größer. Er macht sein Ding. Glaub ihm, vertrau ihm. Das Sausen des Geistes ist wie das Schreien des Neugeborenen. Ein Baby schreit sich nicht ins Leben hinein. Es schreit, warum? Weil es lebt. Der Urheber unseres Heils ist Gott. Das soll Nikodemus, der Lehrer Israels, begreifen. Das Geschehen der Wiedergeburt liegt nicht in der Hand eines Menschen, auch nicht in der Hand von Theologen. Das Geschehen der geistlichen Neugeburt ist geheimnisvoll. Der Wind steht hier für den Geist Gottes. Und so wie man den Wind hört, sein Pfeifen, sein Sausen, ihn aber nicht sieht und seine exakte Herkunft auch nicht kennt, so ist es mit Gottes Geist. Er wirkt unsichtbar, im Verborgenen, souverän. Aber die Auswirkung ist unübersehbar. Gott ist Geist, wie es Jesus der Frau am Brunnen ja auch sagt. Gott ist Geist. Und Gottes Geist wirkt, wo er will. Nikodemus, Vers 9, antwortet und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Für Nikodemus bleiben die Aussagen Jesu ein Rätsel. Er versteht Jesu Aussagen nicht, weil er keine Erklärung dafür findet, wie das zugehen soll. Nikodemus sollte alles das, was Jesus sagt, verstehen. Er sollte es eigentlich verstehen. Das ist der Anspruch, mit dem Jesus ihm begegnet. Das ist schon erstaunlich. Er mag alle relevanten Verse des Alten Testaments zum Thema gekannt haben. Aber er kann sie nicht geistlich deuten. Er war blind wie ein Maulwurf. Und das sind wir ja auch, ohne Geist Gottes. Ich habe
18 Jahre gelebt. Ich habe auch in der Bibel gelesen. Ich habe nicht verstanden, was da steht. Die Worte hörte ich wohl. Den Sinn begriff auch ich nicht. Also keiner von uns steht hier über Nikodemus. Das muss auch klar sein. Bei mir angefangen. Aber Jesus sagt ja nun, Vers 10, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Ein großer Lehrer wie Nikodemus sollte wissen, wie Gott jemandem in seiner Gnade ein neues Leben und Herz geben kann. Doch da klafft eine große Wissenslücke, weil er keine lebendige Beziehung zu Gott hat. Wir müssen bei diesem Gespräch auch Folgendes im Blick haben. Nikodemus ist eine öffentliche Person mit Verantwortung für sein Volk. Da gibt es einen Berufsstand, der sollte sein Fach gut kennen. Ein Lehrer Israels sollte einem gewissen Standard entsprechen. Er war dem Ratschluss Gottes verpflichtet und er hatte eine lehrmäßige Bringschuld, der er keineswegs nachkam. Mit dem ganzen Ratschluss Gottes darf man keine halben Sachen machen. Aber das war ja noch nicht mal eine halbe Sache. Und das muss Nikodemus schlucken, das muss er verstehen, damit er da ankommt, wo er sein soll vor Gott. Die Verantwortung für geistliche Lehrer ist groß, bis heute. Auch für uns, die wir hier lehren. Jakobus 3, Vers 1 sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Theologische Lehre ist kein Freiwildgehege. Das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab. Nikodemus ist umnachtet und es fehlt ihm das geistliche Verständnis. Warum ist das so? Weil ihm der Geist Gottes fehlt. Die Schrift sagt, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, also nicht nur ein Rätsel, sogar eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Nikodemus vernimmt nichts vom Geist Gottes, weil er ein natürlicher, also nicht wiedergeborener Mensch ist. Jesu Worte sind ihm eine unverdauliche geistliche Kost. Jetzt ist also Nikodemus am Grübeln. Er wundert sich. Er ist ein Professor, der keine Ahnung hat. Mit Wissen allein ist da gar nichts getan. Keine noch so wissenschaftliche Methode hilft da weiter. Sie könnte das Elend nur verschlimmern und da haben wir in der deutschen Geschichte leider viele Bücher voll davon. Jetzt liegt das Wurzelproblem von Nikodemus schonungslos offen. Wie ein Chirurg den Eiterherd einer Wunde erst freilegen muss, um heilend einzugreifen, so ging Jesus vor, messerscharf. Jesus fährt fort, er macht Seelsorge an Nikodemus. Jesus weiß ja, wo er anknüpfen muss. Das, was Nikodemus nötig hat, gilt jedem Menschen. Jeder braucht die Wiedergeburt, ganz neu, ganz von oben, ganz aus Glauben. Und es gilt die biblische Zusage, Römer 10, Vers 13, denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Unser nächster Abschnitt, ab Vers 11. Drittens, schweigsam bekommt er Heilsunterricht. Jetzt ist Nikodemus am Ende mit seinen Fragen. Er kommt nicht mehr zu Wort. Interessant. Jetzt lehrt der Lehrer, der Lehrer. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige und er ist der Lehrer der Lehrer. Es ist so einfach und doch für uns Menschen so schwer, das zu begreifen. Und Nikodemus beginnt das jetzt zu begreifen. Es kommt zu weiteren Belehrungen und Seelsorge. Nikodemus bekommt Heilsunterricht. Die Lehre vom Heil, wir nennen das Soteriologie, ist ihm fremd. Jetzt spricht Jesus von seinem Wir und tritt dem Wir von Nikodemus entgegen. Vers 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an? Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage?
Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Soweit zunächst. Also, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Denn in der Heilslehre sollte man klar sehen und der hier als Lehrer nicht durchblickt, muss geholfen werden, Nikodemus. Und so hilft Jesus ihm, dem Nikodemus, jetzt zurecht. Jesus beruft sich auf festes Wissen, auf tatsächlich Gesehenes, wahrlich, wahrlich. Sehr gut und wichtig wäre es, Jesu Zeugnis über das gesicherte Wissen zu glauben. Aber das Zeugnis, das Jesus durch sein Reden und natürlich auch durch seine Zeichen gibt, wird nicht angenommen. Das ist die Problemlage. Nikodemus kann sich fragen, will ich Jesus glauben? Das Zeugnis von Jesus ist dreifach beglaubigt. Wir, vom Vater, vom Geist Gottes und durch Jesus selbst. Später werden Kollegen von Nikodemus das Wirken des Geistes Gottes aber als das Werk des Teufels bezeichnen. Wie krank ist das denn? Ja, das ist krank. Doch das Zeugnis besteht aus gesicherten Fakten. Die Welt ist voll von dem Zeugnis über Gott, den Schöpfer. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Wir wissen, von nichts kommt nichts. Gott hat alles schön gemacht. Es ist gut, auf gesichertes Wissen zu vertrauen. Gott redet deutlich. Heute durch sein Wort, die Bibel. Heutzutage geschieht gesunde Seelsorge mit der Bibel, dem Wort und Zeugnis Gottes. Das biblische Zeugnis von Gott, die Lehre der Bibel, bleibt ohne Glauben an Gott blanke Theorie. Nun, Irdisches und Himmlisches ergänzen sich. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Jesus ahnt, wo das hingehen würde. Wenn Nikodemus noch nicht einmal die grundlegenden, einfachen Wahrheiten über die Neugeburt im Glauben erfasst, wie wird er glauben, wenn Jesus von Gott, seiner Menschwerdung, der göttlichen Trinität und anderen Lehren spricht? Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Der Schlüssel zum Verstehen ist Glauben. Die biblische Logik sagt uns das. Erst glauben, dann verstehen. Die Welt sagt, erst verstehen, dann glauben. Jesus spricht von sich als dem Gegenstand des Glaubens. Beachten wir, dass Jesus keine Lehren präsentiert. Er spricht über seine Person. Er will Nikodemus zuerst Vertrauen lehren. Und hier sehen wir weiter, Jesus ist als Prophet die Quelle der Wahrheit. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jesus nennt sich hier wieder Sohn des Menschen. Das ist ein Ehrentitel, und zwar seiner. Er knüpft hier mit der Zeitform Perfekt an seine Himmelfahrt an. Ja, wir wissen, zu diesem Zeitpunkt, sie steht noch aus. Aber sie ist schon gesichert und fixiert in Gottes Heilsgeschichte. Er kann davon als von einem bereits geschehenen Ereignis sprechen. Das kann nur Jesus. Die Himmelfahrt ist nämlich der krönende Abschluss seines irdischen Dienstes. Und nun geht er von dieser siegreichen Himmelfahrt gedanklich rückwärts. Gehen wir gedanklich mit. Über 30 Jahre zuvor ist er aus dem Himmel herabgekommen. Er ist als Gesandter der Prophet Gottes. Er kommt aus dem Himmel und bezeugt, was er gesehen hat. Und so ist Jesus als Prophet die Quelle der Wahrheit. Er verkündigt zuverlässig die Wahrheit. Und dennoch sagt er später in Johannes 8, Vers 45, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr nicht.
Das muss man immer wieder lesen. Sieht die Haare raufen, wenn man noch welche auf dem Kopf hat. Ja. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Der Mensch ist von Natur aus ein Allergiker, wenn es um die Wahrheit geht. Jesus legt als Priester die Grundlage des Glaubens. Es geht weiter. Nun spricht Jesus wieder zum Alttestamentler. Diese Begebenheit muss Nikodemus auf der Pfanne haben, die muss er auf dem Schirm haben. Mit ihr baut er ihm die Brücke zu seinem eigenen Kreuzestod, also zu Jesu Tod. Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Die Parallelen sind mehr als klar. Damals die Geschichte, das Volk hatte gesündigt. Gott sandte giftige, todbringende Schlangen. Der einzige Weg der Rettung war, auf die eherne Schlange zu schauen. Ebenso muss Jesus erhöht werden. Todesgefahr. Das Gift muss neutralisiert werden. Das Gift der Sünde. Die Wirkung der Sünde, die tödlich ist. Jesus muss ans Kreuz gehängt werden. Und in 5. Mose 21, 23 lesen wir, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er wurde zum Fluch für uns. Und so wie die Schlange die Rettung vor dem sicheren Gifttod brachte, so wird Jesus Rettung aus dem sicheren Sündentod bringen, vor dem ewigen Tod. Jesus gibt sich als versöhnender Priester zum Sühnopfer für unsere Sünden. Ein weiteres, Jesus ist als Erlöser der Gegenstand des Glaubens, damit jeder, nicht der etwas glaubt, der viel glaubt, der das Richtige glaubt, man kann so viel über Glauben reden, aber Jesus redet über einen speziellen Glauben, damit jeder, der an ihn glaubt, denn er meint sich natürlich, ewiges Leben hat. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Man soll nicht einfach so jemandem glauben, man soll dem Sohn Gottes glauben. Biblische Seelsorge an Ungläubigen muss zum Vertrauen auf Jesus ermutigen. Konkreter Glaube verlässt sich auf die Person Jesus Christus, auf seinen Namen, was bedeutet auf seine Person. Das vermittelt Hoffnung. Des Weiteren, Gott gab seinen Sohn zur Rettung allein durch Glauben. Gott gab seinen Sohn zur Rettung allein durch Glauben. Und jetzt kommen wir zu diesem Herzstück des Textes, wenn wir so wollen. Denn so, man kann auch übersetzen, so sehr, ist beides drin, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Altbekannter Vers. In Fußballstadien zu sehen, ja, abgekürzt, John 3,16. Ich habe mal bei einer Übertragung gehört, wer ist denn dieser John 3,16? Kann das mal jemand erklären? Irgendwann wurde er dann belehrt von irgendwelchen, die ein bisschen frommer waren oder so, informierter, dann hat er das also nochmal gesagt. Aha, jetzt habe ich das Rätsel also gelöst. Ja. Das ist einfach ein dezenter Hinweis auf diesen wunderbaren Kernvers des Evangeliums. Gott liebt, indem er gibt. Liebe gibt. Und wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, weil es ihm aus Gnade geschenkt ist. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben, so schreibt es Johannes in seinem Johannesbrief. Und zwar hat er das Leben hier, jetzt und heute. Gott vergibt dem, der an den Sohn glaubt, weil Jesus sich am Kreuz für unsere Schuld hingab. Der Glaube an Jesus ist der Rettungsweg aus der Verlorenheit und dem Gericht. Jesus kam nicht zum Gericht. Und doch ist es so, dass wer nicht an ihn glaubt, unter Gericht bleibt. Verse 18 bis 21. Jesus legt Nikodemus gründlich dar, wie er sich mit dem Glauben und Gericht verhält. Und er erklärt, warum es zum Gericht kommen muss. Also Jesus predigt eigentlich Gericht und Gnade hier, auch wenn es ihm um die Begnadigung geht. Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse.
Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Jesus hat Nikodemus viel zugemutet. Aber damit hat er ihm geholfen, sein Problem zu sehen. Unwissenheit aufgrund von Unglauben, nicht aufgrund von Ungelehrtsein. Der einzige Weg in Gottes Reich ist der Glaube an Jesus. Nikodemus hat viel gehört und Stoff zum Nachdenken. Wie wird er es verarbeitet haben? Nun, später kam es zu Streitigkeiten über Jesus. Die Pharisäer fragten in diesem Zusammenhang in Johannes Kapitel 7, Johannes 7, Vers 48 und 49, glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn, also gemeint ist Jesus? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Nun, wer ist hier der Pöbel, ne? Wer ist hier der, der das Gesetz nicht kennt? Wir wissen es jetzt. Aber interessant ist die Reaktion von Nikodemus gegenüber den Pharisäern in dieser Situation. Es geht weiter in Johannes 7, ich zitiere, ab Vers 50. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war. Johannes mit seinen vielen kurzen Einschüben. Auch hier einer, der bei Nacht zu ihm gekommen war. Und der einer der ihren war. Zitat, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Und was tut Nikodemus hier? Er kann aus Erfahrung sprechen. Hat er Jesus zugehört? Oh ja, in der Nacht. Und hat viel gelernt. Auch wenn es hier nicht so scheint, dass er gleich seinen Glauben zu Jesus bekennt. Er zeigt den Pharisäern die Stirn, er bietet ihnen die Stirn. Und er sagt letztlich, dass sie das Gesetz nicht kennen oder beherzigen. Und stellte sich auf die Seite Jesu. Denn sehr wohl sagt das Gesetz etwas darüber, wie man hier mit Menschen umgehen soll. 5. Mose 1, Vers 16. Da steht klar und deutlich. Und ich gebot euren Richtern zu jener Zeit und sprach, hört eure Brüder an und richtet Recht zwischen einem Mann und seinem Bruder oder dem Fremden bei ihm. Also es braucht schon Mut, dass Nikodemus sich hier komplett gegen die Mehrheit stellt. Wir wissen, wie stark der Gruppenzwang sein kann. Auch das haben wir die letzten Jahre erfahren. Wir alle können ein Klagelied davon singen. Nikodemus hatte den Schneid, auf die Schrift hinzuweisen und auf Jesus hinzuweisen. Er half nach der Kreuzigung Josef von Arimathea, Jesus zu begraben. Und das darf man schon als Indiz deuten, dass ihm Jesus wichtig war und er ihn ehren wollte. Wohl wird er zum Glauben gekommen sein. Wir dürfen annehmen, dass das nächtliche Gespräch dazu führte, dass Nikodemus die Wiedergeburt erfahren hat und zum lebendigen Glauben kam. Gottes Liebe und Seelsorge erfuhr auch die deutsche Theologin Etta Linnemann. Sie hatte bereits viele Jahre als Professorin gelehrt und sie kam in eine tiefe Sinnkrise mit Alkohol und anderen Dingen. Als sie durch Gottes Gnade zum Glauben kam, sagte sie, mein Nein zur historisch-kritischen Theologie entspringt dem Ja zu meinem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus und zu der herrlichen Erlösung, die er auf Golgatha auch für mich vollbracht hat. Im Jahr 2009 ging sie heim zu ihrem Herrn, der sie aus Gnade erlöst hat. Sie konnte im Jahr 2004 sogar noch davon berichten, wie einer der Väter der historisch-kritischen Theologie, Rudolf Bultmann, der einst einer ihrer Lehrer war, noch vor seinem Tod völlig umdachte. Zitat, aber jetzt kann ich Ihnen etwas ganz Schönes sagen, so Etta Linnemann.
Rudolf Bultmann hat sich vor seinem Tode bekehrt und er hat sogar seine Schüler und Studenten um Vergebung gebeten. Ich habe das jetzt erst im vergangenen Jahr, hier in Klammer 2003, erfahren und der Kronzeuge ist Ernst Käsemann. Er hat das erwähnt, bevor er gestorben ist. Und er hat das bestimmt nicht erfunden, denn er hatte sogleich gesagt, er würde sich nicht bekehren, weil er über die Ermordung seiner Tochter nicht hinwegkäme. Aber so groß ist Gott, er konnte es machen, sodass der Hauptkronzeuge der historisch-kritischen Theologie, ich schiebe jetzt ein, die Wunder Jesu, die Zeichen märchenhaft deutete, Klammer zu, so, dass der Hauptkronzeuge der historisch-kritischen Theologie seine Knie vor Jesus gebeugt hat, seinem Heiland. Zitat Ende. Der einzige Weg in Gottes Reich, der Glaube, die Wiedergeburt. Viele haben diesen Weg gefunden, weil sie Gott ergriffen hat, weil Gott sie gefunden und gerettet hat. Wir dürfen aufgrund der Früchte im Leben von Nikodemus annehmen, dass auch er den Herrn gefunden hat. Der Liederdichter Gerd Terstegen beschreibt die Haltung, auf die es letztlich ankommt. Worum geht es? Überlasse Gott dein Herz, dass Gott darin wirkt, was Not tut als Seelsorger und tut, was ihm gefällt. In dem Lied Gottes gegenwärtig heißt es, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Terstegen sagt es uns tatsächlich durch die Blume, lateinisch sub rosa. Halte doch endlich still. Auch du magst vor ihm fliehen, ihn suchen oder schon vor ihm flehen. Fasse Mut, mach's wie jetzt die Frühlingsblumen da draußen. Lass mich still, also lass mich so still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Auf Gottes Licht, nämlich sein kraftvolles Wort, kommt es an. Und lasst uns unter dieser kraftvollen Bestrahlung bleiben, die nächsten Stunden seine Strahlen der Liebe und Wahrheit fassen. Das macht frei. Und es macht auch die, die es noch nicht erfahren haben, neu. Wir bleiben dabei. Und jetzt möchte ich noch mit uns beten und dann gibt es eine Pause, die wir uns verdient haben. Vater im Himmel, wir beten dich an, dass du Jesus, deinen einzigen Sohn, gegeben hast. Ja, er ist einzig in seiner Art geboren und er ist einzigartig. Und wir beten dich an, Herr, mehr willst du auch gar nicht. Du suchst Anbeter, du suchst solche, die dich im Geist und in der Wahrheit anbeten und ehren. Und das tun wir gerne, auch im Licht dieses Textes. Danke für deine Gnade und dass du uns gerettet hast, damit wir etwas sind zum Lob deiner Herrlichkeit. Und dass das auch in der Ewigkeit weiter strahlen wird. Und das ist so wichtig, Herr, dass wir dieses schlichte göttliche Muss erfassen. Amen.